Oh, hallo. Ich habe euch da fast nicht gesehen in der Kamera, die auf meinem Bildschirm angebracht ist, in die ich jetzt zum vierten Mal reinspreche, weil ich mit diesem Video einfach nicht zufrieden bin. Ja. Wenn ich diesen Videotitel so gestalte, wie ich es gerade im Kopf habe, wird etwas verwirrend und doch sehr selbsterklärend sein. Denn dieser Kanal wird nicht geschlossen, aber er wird nicht mehr weitergeführt. Sollte niemanden wundern, da hier seit Ewigkeiten kein Content mehr drauf kam, aber ich wollte es jetzt mal offiziell machen. Das heißt nicht, dass ihr von mir keine Videos mehr sehen werdet. Denn sie werden jetzt auf einem neuen Kanal kommen. Dieser Kanal nennt sich Kuchenjäger. Ich habe meinen Namen nicht geändert, sehe ich keinen Grund für. Lasst mich kurz erklären, warum. Ich mache jetzt seit über 7 Jahren Videos auf YouTube. Ich habe die genaue Zahl an Jahren nicht mehr im Kopf, aber mehr als 7 Jahre sind es auf jeden Fall. Ich habe eine Menge verschiedener Zeugs gemacht in der Zeit, aber ich war nie so wirklich zufrieden. Dann habe ich irgendwann mit Pokémon X und Y gedacht, ey, warum nicht einfach mal so Wi-Fi-Battles machen? Hat sonst eigentlich niemand im deutschen Raum großartig gemacht. Ich war damals nicht der Einzige mit der Idee, Razer, Tim, Steve natürlich, Paul, alles großartige Leute, die mit mir zusammen angefangen haben, aber im Gegensatz zu mir konstant Content rausgebracht haben. Ich habe daran irgendwann das Interesse verloren, an den Wi-Fi-Kämpfen. Deswegen habe ich dann versucht, in so allgemeineren Gaming-Content mich zu erweitern. Da waren dann so ein paar experimentellere Videos bei, wie die beiden Payday 2-Videos. Videos zu Ruby Grim Eclipse habe ich gemacht, wo ich zusammen mit Scarlet und Ikri gespielt habe. Aber das sind alles Videos, die waren ganz cool, haben allerdings nie so das Publikum erreicht. Dasselbe war dann mit den beiden Videos, in die ich schon weit mehr Arbeit, wobei mit eins von den Videos habe ich weit mehr Arbeit gesteckt. Und zwar war das Virtual Console Video für die Switch und dann einmal das Stardew Valley Video letztes Jahr zu Silvester. Ich habe mich durch Pokémon, ich weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt, auf Englisch nennt man es Pigeonholing, glaube ich. Ich habe eine Erwartung gestellt und das war Pokémon. Die Leute waren wegen Pokémon da und ich war einfach nur Kuchenjäger, der Typ, der Pokémon-Videos macht. Meine Hände sehen verdammt groß aus so in der Kamera. Ja, ich habe Pokémon-Videos gemacht und das wurde von mir erwartet. Deswegen ist es verständlich, dass die anderen Videos nicht so viele Aufrufe bekommen haben, denn dafür wart ihr nicht da. Das will ich jetzt aber ändern. Ich will allgemeineren Gaming-Content machen. Das erste Video war jetzt eine Review zu Mario & Rabbids Kingdom Battle. Die findet ihr hier, wenn ich dran denke. Sollte ich hoffentlich dran denken, wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem habe ich habe eine Menge anderer Videotopics tatsächlich inzwischen schon auf dem Kasten, zu denen ich dann Videos machen werde. Ich möchte zum Beispiel über Glücksspiel in Videospielen reden, gerade jetzt in den Form von Lootboxen, was immer beliebter wird. Das ist was, worüber ich gerne sprechen möchte. Die Geschichte von Harvest Moon und wie wir von dem ersten Harvest Moon bis zu Stardew Valley gekommen sind, darüber möchte ich gerne sprechen. Das sind zwei Ideen, die ich habe. Wann die Videos kommen, weiß ich nicht. Ich mache mir da keinen Stress. Ich setze mich da nicht unter Druck. Aber ja, das Wichtigste, was ihr wissen solltet, ist, dieser Kanal ist tot. Auf dem neuen Kanal geht's weiter. Ich habe allerdings noch ein paar mehr Sachen zu erzählen. Zum einen gibt es jetzt eine neue alte Playlist auf diesem Kanal. Ich habe im Jahr 2011 ein Pokémon-Hack Let's Played, Sovereign of the Skies. Tatsächlich hatte ich mir damals für dieses Let's Play diesen Kanal erstellt. Die Playlist habe ich irgendwann als nicht gelistet gemacht. Die ist jetzt wieder öffentlich zugänglich. Ihr findet sie hier drüben? Bestimmt findet ihr die hier drüben. Wenn ihr sehen wollt, wie 2011 Pascal, der 16 war, 15, 16, Let's Played hat und sein Commentary und seine sehr rauschfreie Mikroqualität, schaut es euch an. Es ist ein Erlebnis. Außerdem großes Dankeschön an die Person auf DeviantArt, ich weiß nicht, wie man die DeviantArtist, Jumpin' Jammies, Link zu ihrem Profil findet ihr hier. Sie ist die, die meinen neuen Avatar gezeichnet hat, die mir das Artwork für das Thumbnail von Mario & Rabbids gezeichnet hat. Ich liebe ihren Artstyle, das ist der Grund, warum ich sie darum gebeten habe, das für mich zu machen. Sie zeichnet in erster Linie Ruby und Adventure Time Stuff. Adventure Time ist nicht ganz mein Fall, aber ich bin ein ziemlich großer Ruby-Fan.
Weiß auch jeder, der mir auf Twitter folgt. Link zu Twitter ist in der Videobeschreibung. Und ja, ich glaube, das war es soweit. Ich will das Video gar nicht unnötig lang machen, ist es jetzt schon, es geht jetzt seit über 5 Minuten. Ich hoffe einfach, dass ihr meinem neuen Content eine Chance gebt. Klickt auf den Kanal irgendwo hier unten in der Videobeschreibung, falls ihr auf Mobile seid und YouTube irgendwelche Title Cards nicht lädt, ich habe keine Ahnung. Was ist YouTube? Wie funktioniert ein YouTube? Ist ja auch egal. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Nicht, dass die Likes jetzt noch viel bringen würden, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich war und bin weiterhin der Kuchenjäger. Bis dahin und tschö tschö.